15 Jahre IG Kaufleute Edersee. Grund genug für ein Sommerfest und natürlich auch die Anton-Störr-Gasse in eine Partymeile zu verwandeln. Für Musik und Ermalung sorgte zu Beginn die ÖBB-Wechskapelle. Magister Zielinger und Wilburg Stotter gaben einen Einblick in Beethoven in Edersee. Die Schüler und Schülerinnen der Europaschule brachten das Publikum mit ihren Tanz- und Theateraufführungen zum Staunen. In der Anton-Störr-Gasse gibt es ein kleines Antiquariat und ja, vom Pensionisten zum Händler, Altwandhändler, wie auch immer. Wie kommt man auf sowas? Sammlerleidenschaft seit vielen Jahren, irgendwann einmal Probleme mit der Frau, das ganze Klumpert gehört aus dem Haus und es hat sich so ergeben mit einem Freund, wo wir jetzt gemeinsam ein Geschäft gegründet, gemietet, wir teilen uns den Platz und ich mache zweimal in der Woche hier, spiele ich Altwandhändler. Und zahlt es sich finanziell aus oder ist das mehr Hobby? Es zahlt sich überhaupt nicht aus, also wirklich, ich zahle dazu Miete und Strom und alles, aber es sind meine Sachen, die ich gesammelt habe, es wird zu viel und wenn der eine oder andere mal kommt und irgendein Stück will, dann gebe ich schweren Herzens her. Okay, dann sage ich Dankeschön. Sehr gern. Die weit über die Floridsdorfer Grenzen hinaus bekannte Theatergruppe Satiriker gaben bereits einen Vorgeschmack auf die schon erwarteten Floridsdorfer Sommerspiele. Okay, wir sind beim Straßenfest der IG Kaufleute Edersee und ein Betrieb aus der Anton-Störr-Gasse ist ein Werbebetrieb und der Chef wird sich gleich selber vorstellen und uns erzählen, was sie alles machen. Grüß euch, ich heiße Kurt Zinkbartl. Meine Arbeit besteht darin, dass ich Autos foliere, Scheibendünnungen mache, Visitkarten, Flyer, sämtliche Drucke, Großformat, Kleinformat, Banner, ja, da kennt man jetzt nur zwei Tage weiterhin, was ich alles mache, aber das ist eine andere Geschichte. Und nebenbei bin ich da so ein bisschen Mitinitiator und ja, und so eine kleine, ein kleines Refugium in der Anton-Störr-Gasse, wo auch jeder kommen kann und manchmal frage ich mich, ob ich nicht Psychiater werden sollte. Das hätte ich vielleicht mehr verdienen, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, das im Großen und Ganzen war es das. Wunderbar, dann sage ich auch schon Dankeschön. Na, dann bedanke ich mich auch herzlichst. Ja, und selbstverständlich, er darf in Floridsdorf nicht fehlen, der Gerhard Bicherwetz. Weiters gab es eine Vorführung, eine Hip-Hop-Vorführung der Tanzschule Schwiebach. Chuck Dale rockte durch die Anton-Störr-Gasse, der lustige Hermann strapazierte die Lachmuskeln und für den Abschluss sorgte Popcorn vor. Dankeschön! Hier zusammengeschlossen, also vom Installateur über den Goldschmied bis hin zum Computertechniker ist alles da, was sie sozusagen nah versorgt und
Es freut mich sehr, dass wir sehr viele große Acts noch auf der Bühne haben werden am Nachmittag. Freuen Sie sich auf Chuck Dale zum Beispiel, freuen Sie sich auf Gerhard Pichowetz und dann natürlich auch noch auf Popcorn vor. Den lustigen Hermann Hip-Hop gibt es noch von der Tanzschule Schwebach. Also vieles, vieles werden Sie heute noch sehen und hören. Und die Eröffnungsworte, für die ist die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Frau Ilse Fitzbauer zuständig. Einen wunderschönen Nachmittag. Ich soll jetzt offiziell ein Fest eröffnen, das schon ziemlich eröffnet ausschaut. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Gratuliere den Geburtstagskindern. Es gibt ja jede Menge heute, die 15 Jahre alt werden. 15 Jahre gemeinsam arbeiten. 15 Jahre gemeinsam durch Höhen und Tiefen, durch schwierige Zeiten, bessere Zeiten. Durchkommen schweißt entweder zusammen oder bringt einen auseinander. Aber wenn irgendjemand glaubt, dass dieser Zusammenschluss etwas Neues ist, etwas, was die Wirtschaftskammer erfunden hätte oder vielleicht die Wirtschaftsagentur erfunden hätte, ist ein Irrtum. Diese Art der Zusammenarbeit gibt es schon seit dem 8. Jahrhundert, also seit dem Mittelalter. Damals haben sich Kaufleute, Handwerker zusammengeschlossen zu sogenannten Gilden. Das kommt aus dem Nordgermanischen, heißt Illi, heißt Genossenschaft. Und sie haben genau das gemacht, was ihr heute macht. Gemeinsam versuchen, das beste Ergebnis für das Grätzl, für den Bezirk, für die Stadt Wien und für das Land Österreich auf die Beine zu stellen. Sie Werbung für euch zu machen. Und ich verspreche, ich gehe jetzt den ganzen Nachmittag herum, ich bin noch im Bezirk einigermaßen unterwegs und werde für euch, für jede See, für die Nahversorgung, für die ausgezeichnete Lebensqualität, die wir hier haben aufgrund der Nahversorgung. Und deshalb bitte ich auch alle Gäste, sich zu überlegen, ob ich in ein Shoppingcenter fahre und dort einkaufe oder ob ich nicht doch ums Eck herumgehe und schaue, ob es nicht ein Angebot für mich gibt, das mindestens genauso interessant ist. Ich nehme jetzt den John F. Kennedy als das Vorbild. Er hat einmal gesagt, wie ein Berliner, ich bin ein Berliner. Und ich kann wirklich sagen, ich bin jeder Seher. Ich bin die ersten 10 Jahre meines Lebens in der Foltergasse 75 aufgewachsen und ich kenne da den Grund. Und es freut mich, dass ich hier wieder rege Geschäftstätigkeit tue, dass da was los ist, wenn man so sagt, in der Straße. Und ich bedanke mich bei dem, erst beim Vereinsobmann, ich bedanke mich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, die da die vielen Stände für Sie vorbereitet haben, die hier die Gastronomie durchführen. Und ich kann mich eigentlich vollinhaltlich Ihren Worten anschließen, was die Umsätze und die Gewinne und auch den fairen Anteil an dem Lohn ausmachen. Da bin ich voll Ihrer Meinung. Und ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen Nachmittag und bitte bleiben Sie Ihren Händlern und Gewerbetreibenden hier im Grätzl und auch im Bezirk treu. Dankeschön und noch einen schönen Tag. Viele Worte brauche ich über ihn nicht wirklich verlieren. Hier ist er. Gerhard Pichowetz. Einen schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Grüß Gott. Hallo. Servus, mein Lieber. Servus. Sag einmal, was wird denn gerade aktuell im Gloria-Theater gespielt? Oh, noch die Pension Schöller oder Schöner. Das ist die Geschichte mit dem N-Fehler. Kennt an sich jeder. Eine der größten, in dem Fall muss man sagen, deutschen Komödien, ich glaube überhaupt die größte, die je geschrieben wurde von